Vault 404, da sind wir wieder. Lungerte hier die ganze Zeit rum. Billige Chips gefressen, das sind die widerlichen. Diese Erdwürmer, kennt ihr die? Das sind die widerlichsten, weil die machen süchtig. Hier kann man eine ganze Tüte alleine essen. Schön, dass ihr wieder da seid. Das war eine Gnadenfrist für Megaton. Aber selbstverständlich, Versprechen ist Versprechen, Wahl ist Wahl, Demokratie ist Demokratie. Und deswegen wird Megaton jetzt gesprengt. Herzlich willkommen zurück im Wasteland. Guck mal hier. Wir sind immer noch unterwegs, um jetzt Tenpenny Tower zu erreichen. Und wenn wir Tenpenny Tower erreicht haben, dann wird Megaton gesprengt. Unser Ziel, unsere Ankunft, ist das Ende für andere. Ist das nicht tragisch ein bisschen auch? Aber mal eben checken. Das ist aber, warum ist denn da noch ein zweites Dings an? Habe ich irgendwas vergessen? Ach nee, kacke, das ist diese... Verstehe, das war diese Leo Stahl-Geschichte mit dem, das ist so eine Quest, die machen wir jetzt nicht mehr. Damit ich nicht die beiden miteinander verwechsel, machen wir mal... warte mal, hallo? Da, genau. Da müssen wir lang. So, die Reise wird uns noch eine Weile in Anspruch nehmen. Oh, da ist ein Schurke. Das ist ja so eine blöde Fliege. Ja, die kann jetzt mal gestohlen bleiben. Die sehe ich jetzt leider nicht. Oh, jetzt komm. Bleib doch, wo du bist. Tu es für deine Familie. Willst du es wirklich tun? Tu es nicht. Tu es nicht. Sie muss unbedingt einen Dicken machen, ne? Ich hätte sie ihr leben lassen, aber nein, sie wollte nicht. So. Wo kommen wir denn hier lang? Das sieht doch alles... Oh, guck mal, das ist ein Riesenhaus. So ist das bei Fallout, ne? Man möchte eigentlich von A nach B... Und ständig stößt man auf Ablenkung. Und dann will man natürlich nicht an sowas hier vorbeilaufen. Deswegen muss Megaton noch ein bisschen warten. Was ist das hier für ein Riesengebäude nochmal? Hier gibt es bestimmt irgendwelche von diesen Mutantentypen, ey. Oh, da. Wahrscheinlich sind die hier drin. Da oben. Oh. Alter Schwede. Hat der mich gerade mit einem Raketenwerfer beschädigt? Boah. Okay. Das gibt Stress. Alter Schwede. Habt ihr das gesehen? Okay, Mann. Den hole ich mir. Den hole ich mir. Alter Schwede. Der hat mich mit einem Raketenwerfer... Wollte der mich wegsnipen? Warte mal, warum ich den nochmal... Oh, der Johnny da. Okay, kann ich ihm... Was ist die Chance, den Raketenwerfer... 44, okay, erstmal schieße ich ihn mit der Raketenwerfer. Haha, tschüss. Denn wenn er den Raketenwerfer nicht in der Hand hat, dann kann er mir gar nichts. Guck mal. Mit dem Messer. Tschüss. Okay. Sehr schön. Und jetzt haben wir einen Raketenwerfer. Aber wir sind jetzt auch... Nee, wir haben noch genug Tragekraft. Was gibt's noch? Leguan am Stiel. Ja, komm, brauche ich nicht. Steppenrüstung brauche ich nicht. Zwei Raketen. Geil. Hahaha. Sehr schön. Boah, das ist eine Selbstschussanlage da oben. Die brauchen wir mal gar nicht. Mal gucken, was hier noch so rumlümmelt. Oh! Oh, fuck, zu spät gesehen. Da war eine... Mist. Vielleicht gibt es hier auch eine Matratze. Okay, damit kann ich mit Sicherheit die Terminals ausschalten. Da oben. Mache ich jetzt mal. Wissenschaftsfähigkeit von 50. Wir haben nur 45. Aber wir haben ja auch die Vault-Labor-Uniform. Und jetzt sind wir nämlich bei 50. Okay.
Pass mal auf, ich habe irgendwas. Irgendwer hat mir vorhin versucht, was zu erzählen. Und ich habe das nicht hundertprozentig gerafft. Aber es geht. Es ging irgendwie so, wenn man. Warte mal, was ist, wenn ich jetzt das drücke? Bombe entfernen. Aha. Okay, wenn man. Es gibt so Sonderzeichen hier. Zum Beispiel das. Shit, nee, das hat nicht funktioniert. Okay, das muss ich nochmal irgendwie raffen. Irgendwas hat er gesagt von wegen, wenn man so Klammern hat hier, die in einer Reihe stehen, dann kann man die irgendwie anklicken. Also zum Beispiel, eigentlich wäre das hier eckig, sowas zum Beispiel. Aber ich kann das jetzt nicht riskieren, weil ich keine Ahnung habe. Ich mach mal Selecting. Okay, es ist mit Sicherheit irgendwas mit Ing, schätze ich mal. Ich muss das nochmal raffen. Obwohl, da haben wir auch schon vier. Nee, das ist es nicht. Ich muss es auf die alte, langweilige Art machen. Eins. Oh, es ist nervig. Zwei. Ich schätze mal, es ist irgendein Ing-Ding. Oh, das wird noch echt nervig werden. Je später der Tag, desto nerviger wird es werden. Warte. Vielleicht habt ihr das ja auch schon schneller im Chat gerafft. Ich gucke immer mal ab und zu in den Chat rein. Vielleicht habt ihr es ja irgendwie gerafft. So, Reservoir. Ich check erstmal die Ing-Wörter. Warte mal. Das zum Beispiel. Da haben wir nämlich die letzten drei sind ja immer schon. Eins sehe ich schon. Ne, das sind fünf. Das kann es nicht sein. Wegen Ding. Belonging. Das könnte es sein, oder? Shit. Eins von neun. Okay, es ist definitiv kein... Ah, shit. Warte mal. Kann ich jetzt rausgehen und das normal machen? Ja, ne? Okay, diesen Trick mit diesen Klammern irgendwie, ich hab's nicht gerafft. Und bevor ich jetzt hier irgendwas drücke und mir das dadurch versaue, mache ich das lieber nochmal, auch wenn es jetzt lange dauert. Da müssen wir jetzt durch. Okay. Uncovered. Das könnte es sein, oder? Das ED am Ende. Seht ihr noch irgendwas anderes? Nee, ne? Shit, 100. Consisted. Ah, okay. Es ist zumindest kein Wort mit ED am Ende. Das ist schon mal, das hilft schon mal. Vaporizes. Das O. Kann es auch nicht sein. Es sind schon zwei. Sometimes ein bam bam bam. Das könnte es sein, oder? Warte mal. Das andere hat 2 von 9. Das E an vierter Stelle, times, und das E an vorletzter Stelle. Jawohl. Okay, das ist es. Es gibt irgendwie noch einen Trick. Man muss das nicht so langwierig machen. Warte mal, was schreibt ihr denn? Geschlossene Klammer des gleichen Typs, die aufleuchten, löschen falsche Wörter raus und erleichtern dir damit die Suche. Geschlossene Klammer des gleichen Typs, die aufleuchten, löschen falsche Wörter raus. Okay, das muss ich gleich nochmal raffen. Okay, irgendwas Interessantes, bla bla bla, leck. Ha, neuer Benutzer, leck mich. Mhm. Interessant. Na gut, aber ich habe das Turret erfolgreich ausgeschaltet. Oh, und jetzt kann ich hier mal eine Runde pennen. Oh ne, es gibt noch Feinde in der Nähe, also ich kann nicht eine Runde pennen. Dann muss ich erstmal die Feinde platt machen. Und dann penne ich und dann heile ich meine Wunden. Boah, geil. Ersthilfekasten, gib mir alles, was du hast. Klaue ich dem hier sein Lager leer. Wo ist denn der andere Typ? Ich will jetzt mal pennen. Hier war die dumme Granate. Der ist im anderen Haus. Nehme ich mal doch lieber noch ein Stimpack. Hm.
Oh, es sind ja sogar zwei. Oh, es sind ja sogar drei. Shit. Ja, das wird dauern. Ja, ist klar, Baby. Komm ich durch den Zaun? Ja. Boah, da versteckt die sich hinter dem. Komm, schieß! Oh! Shit! So, ich muss mich mal. Ich verstecke mich mal hier hinter dem Baum. Das ist alles zu gefährlich. Ein Schuss. Komm her, lauf nicht weg, lauf nicht weg! So, wo ist die letzte? Die letzte Dame? Oh, die ist da oben oder was? Oh, das werden hier immer mehr. Das ist ein richtiges Nest hier. Da muss ich doch alle meine Stimpacks ausnutzen gleich. Da ist auch noch ein Bett. Ich klaue denen erstmal alles. Sollen die mich doch dran hindern? Sollen die doch zu mir kommen? Kommen sie nicht, trauen sich nicht. Los, geh da ran. Okay. Vor mir ver- ja. Das ist sehr mutig mit einem. Ach, ich habe immer noch mein Dings an. Gut, dass ich das sehe. Guck mal. Kleidet der mich nicht ganz hervor? Oh, noch eine. Hier, einen geilen Kittel. Das sieht natürlich super aus, aber das darf man nicht vergessen, sich wieder umzuziehen, sonst Probleme. So, der guckt nach links, der sieht mich nicht und das nächste, was er sieht, ist ein Mikrofon in seinem Kopf. Stehen bleiben! Ja, das ist korrekt. Okay, ganz ruhig. So, erstmal Waffe wechseln. Dafür nehmen wir jetzt mal die Schrotflinte. Ich habe nur noch zwei Schuss. Aber egal. Und dann mache ich jetzt mal. Ja, komm, ich penne gleich. Das passt schon. Mann, das ist jetzt hier noch so ein. Oh, was aus der Entfernung mit der Schrot? Okay, das ist shit, 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 shit. Dann mache ich mal Folgendes. Ich habe doch die ganze Zeit meine gute alte. Ein Baseball. Oh, hab ich die doch nicht mehr mitgenommen? Stimmt, ich hab die weggelegt. Na gut. Dann nicht. Dann machen wir es so. Immer mit der Ruhe. Guck mal, die Einschusslöcher hinter ihm. Nur zu. Hier, da stand, hier war sein Kopf und alles drumherum. Ey, komm mal zurück. Bist du tot jetzt oder? Lauf mal nicht weg. Dude, wo bist du hin? Wo ist er denn jetzt hingelaufen? Mann, warum läufst du denn jetzt weg? Ach, das ist doch Quatsch. Ja, war das nicht, ne? Dass er irgendwie die Treppe runtergefallen ist oder so? Naja. Mal gucken, ob ich jetzt pennen kann. Ach, die Matratze geht gar nicht. Weil da was drauf liegt und ich bin zu schwach, um das runterzunehmen. Na gut, dann. Ey, da war es doch. Warte mal. Roter. Da ist der rote Punkt. Wo kann der denn sein? Ist er in einem anderen Gebäude? Ich weiß es nicht. Den hole ich mir aber auch noch ein. Oh Gott, so eine Scheiße. Da. Ja! Du bist noch gelaufen. Wie so ein Feigling. Und jetzt kommst du zurück und laberst mich jetzt in die Folge raus. Oh Gott, das geht doch nicht. So. Oh. Mann, ich bin gestorben. Das ist
Das kommt davon, wenn man zu größenwahnsinnig ist. Ach shit, alles nochmal? Oh nö, echt? Oh nee. Komm, scheiß auf die Raider. Ich hol mir den Raketenwerfer und den Rest brauche ich nicht. So, erstmal. Den habe ich jetzt voll von Latz gekriegt. Das hilft nichts. Den muss ich jetzt heilen. Zack, das muss ich machen. Und dann ziehe ich dir mal hier auf deinen Raketenwerfer. Ey. Ja. Zack, sehr gut. Dann muss ich mir die Schrot. Komm her. Tschüss. So, komm. Gut. Ah, es juckt mich aber, die weiter Platz zu machen. Ich meine, es war eine dumme Raider. Ich habe einfach nicht aufgepasst. War einfach zu hektisch. Und hier ist auch wieder Red. Mich juckt schon so ein bisschen, die nochmal Platz zu machen, jetzt ehrlich gesagt. Stört euch das? Nee, ne? Wir machen das nochmal. Schluss mit dem Mist. Komm. Na los! So. Geht jetzt auch schnell. Ich stelle mich jetzt nicht so blöd an. Und ich speichere auch nochmal. Damit ich nicht alles nochmal machen muss. Da kommt der eine Latz. Der hat nur so einen blöden Knüppel. Ja, komm her. Tschüss. Der war ja gar kein Problem. Boah, das sind ja auch richtig viele, ey. Ja. Nein! Doch. Gut, was hast du denn Feines? Das nehme ich mit. Das ist nämlich mit Schachtelzigaretten. Hier oben sind auch noch so lausige Lumpen. Vor mir? Bitte, das. Der nimmt mir Messer an. Tschüss. Tschüss. So, mir gehen langsam die. Die Muni für die Schrot aus. Und die ist auch wahrscheinlich gleich kaputt. Ja, schlechter Zustand. Blödes Timing. Aber das wusste ich ja. Deswegen. Die Zeit ist um, Prinz. Zack. So. Tschüss. Sturmgewehr. Gute Wahl. Das nehmen wir noch mal mit. Waffe. Ach, das Maschinengewehr, aber die Maschinenpistole ist auch nicht so schlecht, aber die hat natürlich, ist in einem sehr schlechten Zustand. Warte mal, wir haben das Sturmgewehr und dann haben wir das Sturmgewehr. Okay, dann mache ich mal einmal kurz. Ne, wir machen das jetzt, zack, ich repariere das jetzt so. Das hat 25 und das chinesische Sturmgewehr kann ich leider nicht reparieren mit dem anderen, was schade ist, aber okay. Das nehme ich jetzt mal. Ist noch was Schönes für mich, dass das. Oh, geil. Kronkorken. Zack, da können wir nochmal die. Das Jagdgewehr, die Jagdflinte reparieren. So. Gut. Dann nehme ich das nochmal mit. Hier bist du ja, oh. Kleines Mist. Junge, hör auf mich zu beleidigen, Alter. Dick. Tschüss. Ja, das passiert, wenn man mich mitten im Looten stört. Wer störet mich beim Looten? Ach, der hat auch noch einen Raketenwerfer. Sehr gut, den nehmen wir mal direkt zum Reparieren. Raketenwerfer. Boah, naja, gut. So richtig heil ist der ja nicht. Okay, noch irgendwas? Die haben wir. War's das denn jetzt? So. Und dir? Haben wir auch schon. Ah, Schachtelzigaretten, doch, die nehme ich nochmal mit. Kann man immer gut verkaufen. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle, oder? Kommt noch jemand und will mich nerven. Ich glaube, das war. Oh, da ist wieder was. Da ganz hinten. So, jetzt nehme ich mal, pass auf, ich nehme mal das Scharfschützengewehr. Heckenschützengewehr.
Das versuche ich dir mal wegzusnipen. Das ist... Wackelt. Seht ihr, wie das wackelt? Na komm, noch ein Stück, komm. Komm. Oh! Scheiße. Ey, steh auf, Dude! Ey, 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 ey. Alter Schwede. Was ist das denn, ey? Ah. Au, au. Au, au, au. Alter Schwede, ich lache mich noch kaputt, dass der Idiot auf einmal explodiert. Und dann steht da so ein Honky-Tonk vor mir. Was war das denn? Das war aber nicht in Ordnung. Scheiße. Habe ich jetzt wenigstens irgendwie die XP dafür bekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das war aber ganz lustig. Ah, hier geht es nämlich runter in den Metro, oder? Metro Station, ja. Man kann auch, glaube ich, durch die Metro gehen. Gut, 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 gut. Zack, direkt mal... Habe ich die ausgerüstet eigentlich irgendwo? Die Jagdflinte oben rechts? Dann können wir nämlich mal unsere 10mm reparieren. Denn das ist eigentlich eine ganz gute Waffe. Aber das bringt einem nichts, wenn die nicht richtig funktioniert. Lustig, ey. Was ist das hier alles? Na gut. Da ist die Richtung, in die wir müssen. Wir ziehen da jetzt mal weiter. Wir haben uns jetzt genug mit diesen Typen aufgehalten. Ihr wollt ja unbedingt einen Megaton noch explodieren sehen, ne? Können wir uns ja nicht mit diesen ganzen Zeitquests aufhalten. Fort Independence. Sagte er, fand Fort Independence und überlegte, ob es eine Eingangstür zu Fort Independence gibt. Weil das bestimmt auch toll ist. Gibt es hier eine Eingangstür? Oder ist das einfach nur so ein... Ne, da darf man offensichtlich nicht rein. Ja, gibt manchmal so Gebäude. Schade. Da muss ich hier rüber, wa? Über den Highway. Oh, ein Supermutant, den ich aus Versehen nicht gesehen habe. Der ist gar nicht böse. Das ist Brotherhood of Steel. Der sah gerade aus wie ein Mutant, aber das ist ein Kollege. Boah, guck mal, ey. Damit haben sie nichts zu tun. Und das sollte auch so bleiben. Ich will gerne bitte das haben, was du hast. Defender Rococo Rockfowl. Wie zu bitte? Ihren Diensten. Hier müssen Sie auf Ihren Kopf aufpassen, Fräulein. Warum? Rococo Rockfowl, wie kommt man denn zu so einem Namen? Das ist echt cool. Ja, Sie sind auf meiner Seite, oder? Sie nicht auf mich oder meine Freunde. Ich glaube, wir kommen schon klar. Nice. Wir haben Powerrüstungen und große Waffen. Und außerdem sind wir jetzt am Drücker. Ach echt? Normalerweise ist das alles, was man wissen muss, um keine Fragen mehr zu stellen. Werden Sie jetzt aufhören, Fragen zu stellen? Nein, ich muss los. Ja, tschüss. Okay, das ist natürlich mal ein fettes Gerät. Das will ich auch haben. Aber jetzt gegen den zu kämpfen, das wäre ein bisschen albern, glaube ich. Aber es wäre auch ein bisschen verlockend, so eine Powerrüstung. Könnte ich wahrscheinlich gar nicht tragen, wenn ich die tragen würde. Ich mache mal eben euren Chat hier groß. So. Speichern, habt ihr gesagt, ne? Das machen wir mal. So, mal gucken. Da geht der reguläre Weg. Aber warum soll man den regulären Weg nehmen, wenn man auch geil hier über Stock und Stein latschen kann? Irgendwie müsste es ja auch mal gleich Tenpenny Tower am Horizont... Oh, shit. Blee fliegen. Mhm. Naja, ihr wollt bestimmt nichts von mir, oder? Ey, die scheißen mich tatsächlich an. Die sind ja völlig verrückt. Wie größenwahnsinnig kann man sein, ey? Ich meine, was ist mit euch los? Flüge ich halt die Bleefliege vom Himmel. Und eine ganze Bleefliegenfamilie ausgelöscht. Tja. So, jetzt.
Ich tänze dir um den Baum rum. Oh, jetzt hat die Scheiße mich getroffen von der. So. Geh, tschüss. So, jetzt müsste. Genau, was soll ich sagen? Tenpenny Tower. Oh, ein Protektron. Nee, mit dem muss ich jetzt nicht kämpfen. Alter, ich habe gesagt, ich muss nicht mit dem kämpfen. Was machst du? Beschießt mich von da hinten, oder was? Bist du völlig verrückt? Du bist ja echt lebensmüde da hinten. Olle Blechbüchse. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Nee, die wackeln, die zuckelt. Automatisch hin und her. Nachladen. Nachladen. Na, einen noch. Tschüss. Nee, nicht die. So. Altmetall. Na toll. Ist ja voll gelohnt. Es wird schon langsam dunkel und da hinten seht ihr schon hinter dieser Mauer aufragend. Das ist Tenpenny Tower. Das ist Ziel unserer Reise. Und ja, von dort aus wird es dann in Kürze einige riesige Explosionen zu bestaunen geben. Und aus der Entfernung mag das natürlich so aussehen, als wenn da keine Menschenleben betroffen sind. Aber wir wissen natürlich alle... Oh, eine Maulwurfsratte. Na gut. Dass da sehr wohl Menschenleben betroffen sind. Und zwar eine ganze Menge. Und auch viele Liebgewonnene, so wie die kleine 12-Jährige oder auch die Moira, die... Die Ratte oder was? Wie sieht der denn aus? Kennt ihr diese Sektion, wenn man so Screenshots macht von Leuten, wo die echt scheiße aussehen? Das sieht auf jeden Fall echt scheiße aus. Das ist aber die falsche Waffe. Oh, Dude. Die bringt uns gar nichts. Ich nehme mal die Maschinenpistole. Körperteile verkrüppelt. Zack, zack. So, und jetzt hau ich dich weg. Blöder Hund ist blöd. Kam der aus dem Nichts angerannt. Ah, oh, Blähfliege. Nee, wirklich Blähfliege. Es ist wirklich Quatsch. Willst du es wirklich... Was willst du denn von mir eigentlich? Oh, ist die C. Es ist nervig. Eine C-Fliege. CC-Fliege. Mann. Ja, ist alles nicht so ungefährlich. Vault Secure. Ja, von wegen, ne? Das ist alles eine große Lüge gewesen. Und mitten in der Nacht kommen wir an. Da ist er. Weit und breit das größte Gebäude. Oh, das ist das Robco-Werk. Da kann man rein, glaube ich. Und ich gehe mal davon aus, das ist da wimmelt. Oh, eine geile Karawane. So, das machen wir jetzt. Den quatsche ich jetzt voll. Hallo, hallo. Pass mal auf. Und während ich den voll quatsche und mir eventuell mal meine geile Knarre reparieren lasse, machen wir ein bisschen Werbung. Und dann sind wir gleich zurück und dann gehen wir gemeinsam in den Tenpenny Tower und dann ist die Explosion Megatons nicht mehr so weit. Bis gleich.